Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Es ist wieder Zeit für einen kleinen Online-Talk. Mein Gast heute, Juliane Haberg. Sie ist Mezzosopranistin und jemand, den ich total bewundere, weil sie so unglaublich viel macht. Sie ist Podcasterin, sie macht den Leipziger Musikgarten, das Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik und auch Forma Leipzig, ein Verein, der sich mit neuer Musik beschäftigt. Und da wird sie uns heute ganz viel drüber erzählen. Juliane ist schon da. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir sie hier reinkriegen. Also entweder schickst du mir eine Anfrage, liebe Juliane, oder hinzufügen. Vorhin hat es schon geklappt. Also dürfte es jetzt auch wieder funktionieren. Ja. Oh. Du musst, glaube ich, wieder schlüpfen. Hallo. Ich bin schon da und bereit, und das mit dem Flippen, genau, lerne ich noch. Also herzlich willkommen, liebe Juliane. Ich habe dich schon ganz kurz vorgestellt. Jetzt würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht auch noch mal in eigenen Worten vorstellst. Genau, aber du sagtest sehr kurz. Also genau, also ich bin, wie gesagt, Opernsängerin, habe hier in Leipzig an der Musikhochschule und in Hannover Operngesang studiert, war dann ganz lange Zeit an der Oper Kiel, als ständiger Gast angestellt, sowas gibt es auch, gerade als Mezzosopranistin, als Altistin ist das gar nicht so unüblich. Genau, und bin seit 2014 komplett freiberuflich und wieder hier in Leipzig wohnhaft und ganz glücklich darüber, weil die Leipziger Kulturwelt halt so offen ist und man einfach ganz viele Möglichkeiten hat, sich auch selber auszuprobieren und unser wunderbarer Verein Forma Leipzig eben auch hier in Leipzig sitzt. Insofern, ja, war das eine ganz schöne, gute Entscheidung von uns, meinem Mann, Amis Theodorakis, der auch Pianist ist, und mich wieder nach Leipzig zurückzugehen. Genau, und haben das nicht bereut bisher. Genau, und neben dem Operngesang habe ich, ich glaube, 2015 nochmal angefangen, so ein Wirtschaftsstudium zu machen. Und habe dann eine Zeit lang auch tatsächlich in so einem Bürojob gearbeitet und dann festgestellt, dass das doch gar nichts für mich ist. Und bin quasi seit 2018 wieder komplett freiberuflich unterwegs und in Projekten unterwegs und singe. Und genau, ja. So, das super. Ist sozusagen mein Background. Perfekt, jetzt sind wir total im Bilde. Also, weil du ja auch Freiberuflerin bist, so wie ich, würde ich dich gerne einfach mal zur aktuellen Lage fragen. Also alle, die zugucken, viele sind selber Musiker und MusikerInnen, das weiß ich, aber wir haben natürlich auch Nicht-Musiker. Wie schätzt du das denn aktuell so ein? Also wir hatten jetzt 2 Jahre die Pandemie, was wirklich eine harte Zeit für viele Freiberufler war und auch die Kultur insgesamt. Du nennst dich ja selber auch Kulturbotschafterin, deswegen denke ich, du hast einen ganz guten Überblick. Denkst du, es ist jetzt alles wieder in Ordnung oder gibt es immer noch Schwierigkeiten? Gehen wir gestärkt oder geschwächt aus dieser ganzen Krise hervor? Wie ist denn deine Einschätzung zur aktuellen Lage? Ja, also ich denke, dass wir immer noch nicht da sind, dass man sagen kann, Corona ist vorbei. Also ich sehe leider immer noch sehr häufig, dass viele Kollegen unter Corona leiden, auch gerade jetzt wieder, also doch wieder eine Welle zugeschlagen hat. Also du meinst konkret gesundheitlich? Gesundheitlich und auch mit Long-Covid auch noch zu kämpfen haben. Also und gerade die Sänger, also gibt es einfach grauenvolle Geschichten und wünschte mir einfach, dass wir eigentlich damit nicht zu kämpfen hätten. Aber leider ist es immer noch präsent. Also ich wäre auch gar nicht an der Stelle zu sagen, es ist vorbei und juhu, wir können froh nach vorne schauen. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich die Öffnung und dass viele super enthusiastisch sind und wieder mit großem Elan Projekte fürs nächste Jahr, also auch größere Festivals jetzt wieder planen. Und das ist natürlich total schön. Aber ich denke schon, dass wir so ein dass wir noch so offene Wunden haben, an denen wir, die wir halt noch schließen müssen, und dass die Kulturbranche an sich sich auch einigen größeren Fragestellungen jetzt stellen muss. Also nicht nur Corona und wo bleibt das Publikum? Ich meine, man sieht ja, wenn man die Zahlen, Publikumszahlen sieht an manchen Opernhäuser oder sogar Schauspielhäuser, dass man sagen muss, das sieht noch nicht aus wie früher, wie vor Corona.
Und ja, so eine, diese Fragen der Relevanz eines Stadttheaters, eines Stadttheaters, ja, stellen sich auf jeden Fall, denke ich. Ja. Also es ist noch viel Arbeit zu machen und viel, wir müssen einfach gucken, wie wir in Zukunft mit diesen großen Fragen umgehen. Aber darauf, da haben wir noch Zeit, so genauer zu sprechen. Genau. Aber ich denke, jetzt ist die Lage schon enthusiastisch und glücklich, dass wir wieder Weihnachtsoratorium haben und dass wir wieder größere Konzerte machen können und dass wir vor allen Dingen auch nächstes Jahr so ein bisschen mehr Planungssicherheit haben. Also das merkt man schon. Genau. Okay, ich hätte dann zu dem, was du gerade gesagt hast, gleich zwei konkrete Nachfragen. Die eine, du hast erwähnt Sänger, Sängerinnen und Long Corona, Long Covid. Weißt du, gibt es da spezielle Programme auf Musiker irgendwie spezialisiert für Leute, die da zu tun haben oder nicht? Und du sprachst ja von konkreten Problemen im Kulturbetrieb, die es anzupacken gilt. Kannst du da mal ein bisschen ins Detail gehen, was du damit meinst? Na klar, gerne. Also ich kenne leider keinen Sänger, keine Sängerin, die da wirklich einen Spezialisten an der Hand hat. Also ich glaube, da versuchen viele. Da ist es ja auch ziemlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen schwierig vom, ja, also gibt es ja auch keine Zahlen so konkret und das wird auch nicht aufgearbeitet. Also ich glaube, dass das so ein bisschen alle Menschen betrifft, ob jetzt Sänger oder nicht, dass man halt auch gar nicht weiß, an wen man sich damit wenden soll. Also im Zweifelsfall hast du einfach einen guten Hausarzt, der dich da durchschiffern kann und tust du mit Heilpraktiker oder was weiß ich noch nebenbei arbeiten. Aber leider, also sind mir da keine medizinischen, sage ich mal, Programme bekannt, die da Also wirklich du hättest irgendwie jetzt auch keine Tipps, falls irgendwie Kollegen irgendwie zugucken, wo man sich hinwenden könnte, wenn man betroffen ist. Ich hatte interessanterweise gelesen, dass normal Leute, die jetzt keine Sänger sind, wenn die Probleme mit der Lunge haben, dass die sich dann eben an Sänger wenden, weil die dann mit denen quasi sowas wie eine Reha machen. Und deswegen meine Rückfrage, wie das eigentlich ist, wenn man, ob man sich selber helfen kann. Ich weiß nicht, wie denkst du das? Kann man Das ist da. natürlich logisch, dass man vielleicht zum Logopäden oder Atemtherapeuten dann, sage ich mal, überwiesen wird, wenn man konkrete Probleme ja, also dass der Lunge hat und ja, das Weil Atemorgane. Atem ist natürlich euer Fundament, ne? Klar, aber gerade bei den Sängern ist es ja noch mal speziell. Also so ein Atemtherapeut kann wahrscheinlich auch nur ja, zu einem Teil helfen, aber die Stimme dann wieder aufzubauen, die Muskeln, den Vokalismus bewirkt sie wirklich gut zu trainieren, ist dann noch mal eine andere Sache. Also ich glaube, was ich mitbekommen habe, ist einfach, es ist super gefährlich, wenn die Leute, also wenn meine Sängerkollegen dahergehen und sagen, okay, funktioniert ja jetzt wieder ein bisschen, jetzt lege ich mal wieder los. Also das ist, glaube ich, doch keine gute Idee. Also man muss doch das gut auskurieren lassen. Ich meine, ich hatte auch Covid, du kennst meine Geschichte so ein bisschen und weiß auch, dass man wirklich das wird langsam angehen muss und dass das keine, ja, keine einfache Grippe, wo man nach 3 Wochen wieder sagt, okay, alles prima. Ich kann alles machen wieder wie vorher. Nee, also da ist wirklich mein Tipp, nehmt euch Zeit, auch gerne länger auch nochmal eine Reha zu machen. Und bei mir war es ja so, dass das mir total geholfen hat, nochmal in den Mittelmeerraum zu fahren. Also nichtsdestotrotz haben früher schon, ja, Goethe und Co. sind gerne Italien gefahren, um sich dort auszukurieren, mal einen Monat. Also wenn man das Kleingeld dafür hat und die Möglichkeit, dann ist das, glaube ich, wirklich das Schönste, einfach das Buch mitzunehmen und da wirklich ja, die gute Luft zu genießen, die Mittelmeerluft. Und also das wäre eigentlich mein Tipp dafür. Ja. Ja, es klingt dumm, aber ich glaube, dass ja, wenn er Nee. Also ich so glaube, es ist gar nicht dumm, weil man versucht in dem Moment auch was zu forcieren, vielleicht, ne? Und wenn ja. man das dann einfach annimmt. Also ging es mir ja auch, ich war ja auch ganz schön angeschlagen, weißt du ja auch. Ja. Und da hat mir eben auch geholfen, einfach ja nichts zu erzwingen und das einfach so anzunehmen. Und dann wird das auch. Aber es dauert halt Es unter dauert. Umständen ein halbes Jahr. Das Ja, klingt genau. erstmal total lange, man kann sich das nicht vorstellen, aber wenn man das einfach so für sich einplant, ein halbes Jahr geringere Belastbarkeit und zwar deutlich geringere Belastbarkeit. Und dann wird das auch wieder, ne? Dann ist man, glaube Ja. ich, ganz gut beraten.
Ja, wie gesagt, und im 19. Jahrhundert war es ja nicht umsonst, dass viele Ärzte dann geraten haben, ne? Richtung Italien zu fahren, die Orangenblüten zu sehen. Und auch das hat mir, glaube ich, am meisten geholfen. Und da habe ich viel Kraft wieder getankt mit kleinen Wanderungen, Schritt für Schritt den Alltag zu machen und dann auch mal ein bisschen weg zu sein von dem Alltag, den man zu Hause hat. Genau. Denkst du, man ist auch vielleicht ein bisschen entwöhnt? Also jetzt auch nochmal so die Brücke geschlagen. Die andere Frage, die ich dir gestellt habe, ist nicht vergessen. Aber wir hatten jetzt 2 Jahre Lockdown. Ich habe das bei mir selber so gemerkt. Dann hatte man plötzlich Konzert und war irgendwie so, also man war völlig raus aus der Routine. Und ist das vielleicht auch so ein Punkt, den man ganz konkret einplanen muss, gerade im Punkto Belastbarkeit? Ja, schon, aber ich denke auch, also, dass man sich auch zu viel Gedanken dazu machen kann. Also ich habe auch Kollegen gesehen, die da richtig also plötzlich ein riesen Lampenfieber entwickelt hatten, obwohl die eigentlich davor ihre, was weiß ich, 10 Konzerte, 10 Mucken im Monat gespielt haben. Und plötzlich, ja, ach so, da hatten wir auch noch das Ding, dass wir dann Hybrid häufig Vorstellungen hatten, ne? Also Konzert mit Publikum und auch Live-Übertragung. Und das war, also das war eher für mich schwierig. Also damit klarzukommen, dass das dann für die Ewigkeit in Ach Anführungsstrichen oder ja. dass das nochmal ein größeres Publikum sozusagen erreicht und dann für die Ewigkeit in Anführungsstrichen dann auch so ein Stein gemeißelt ist. Und gerade bei den Live-Konzerten, das ist ja schon, ja, also leben wir ja davon, dass es eben live ist und dass es manchmal auch Dinge gibt, die halt nicht so CD-tauglich vielleicht wären, aber es ist halt etwas, womit wir uns auseinandersetzen mussten. Und da gab es halt viele Kollegen, die neben mir auch, also die dann auch viel Lampenfieber da hatten, weil dann eine Kamera stand. Aber mir ging es eigentlich so, dass ich so mit den ersten Konzerten dann wieder einfach total glücklich war, weil ich hab ja dann auch ziemlich früh angefangen, halt mit diesem Leipziger Musikgärtchen so Dinge im Garten zu machen und da Open-Air-Begegnungen wieder zu suchen. Und das hat mich wirklich über diese Zeit so ein bisschen getragen und auch ein bisschen gezeigt, dass das hinterher ist ja dann immer Raum auch nochmal für Gespräch und ja, und das war eher schön, also ein schöner Moment sozusagen, dass man dann das Publikum hatte, das dann sagte, ja, nun macht mal weiter und wir freuen uns wieder auf euch. Das ist dann irgendwie total schön gewesen. Ja. Ja, genau. Und jetzt zu deiner anderen Frage. Du meintest Genau. ja, was ich konkret damit meinen würde, welchen großen Fragen man sich stellen sollte. Und ich, meiner Meinung nach ist es schon so, dass seitens der Programmierer und der Direktoren eines Theaters oder eines Opernhauses, glaube ich, schon die Frage gestellt worden ist, ja, weil wie gehen wir denn jetzt mit den sozialen Medien um? Und auch da ist, glaube ich, noch keine gute Antwort darauf zu finden. Und auch, ja, was machen wir mit einem jungen Publikum, was per se in diesem Bildungsapparat Deutschland eigentlich mit der klassischen Musik so kaum Berührung hat? Also auch, ja, vorgestern beim Weihnachtsdinner mit Freunden habe ich irgendwie mitbekommen, dass eine Freundin erzählte, ihre Eltern sind beide Lehrer und die Mama Musiklehrer und sie selber, also ihre Mama macht aber ganz viel wenig Musik und kennt sich eigentlich kaum aus mit klassischer Musik, also kann das ja eigentlich kaum vermitteln und das sind leider so Geschichten, die höre ich häufiger, also insofern, dass man immer darauf angewiesen ist, dass man das irgendwie außerhalb der Schule dann mitbekommt. Und ich denke, dass wir das ja schon sehen, dass die Publikumszahlen und Abonnementenzahlen eines Theaters und Opernhauses immer weiter in den Keller gehen und das Publikum doch eher grau ist. Und ja, und ich weiß halt nicht, ob die Antwort darauf ist, ja, dann hole ich mal ab und zu so ein Star und Sternchen und so ein bisschen Justin Bieber hier, sondern ja, es muss da irgendwie langfristiger gedacht werden und langfristiger auch Konzepte entwickelt werden, inwiefern klassische Musik auch etwas Attraktives fürs junge Publikum sein könnte. Genau, und Denkst das du, ist dass das eigene Musizieren da irgendwie ein Problem auch darstellt? Weil ich glaube, viele singen zum Beispiel nicht mehr für ihre Kinder. Oder wenn du Intendantin wärst, wie würdest du versuchen,
die Musik aus diesem Elfenbeinturm rauszuholen. Eva, wenn ich Intendantin wäre, Naja, jetzt also mal einfach gesponnen. Also, naja, wir versuchen ja irgendwie nee. Lösungen zu finden. Und was würdest du denn Ja. tun? Also, wenn du alle Mittel hättest, sozusagen. Wir gehen jetzt auch mal davon aus, man hätte einfach finanzielle Utopie. Ressourcen und du hättest keine politischen Widerstände und alle wären gewillt mitzumachen. Ne? Also ich weiß, es ist alles nicht so leicht, deswegen sage ich das mit dazu. Ne? Es ist leicht zu sagen, ja, das muss man so und so machen. Ne? Wenn du dann wirklich in so einem Betrieb die Position inne hast, dann ist das überhaupt nicht mehr so leicht. Aber wir Ja, spinnen mal. also ich glaube, ich würde Theater und Opernhäuser einfach versuchen, viel zugänglicher zu machen. Das heißt auch so vielleicht ein bisschen kleinere Formate, die häufiger angeboten werden. Also nicht jeder schaut sich eine 3-stündige Oper an. Also das, ich weiß nicht, ob die Zeiten, also ich liebe Oper, mein Gott, ich bin Opernsängerin. Aber es ist halt auch total schwer heutzutage. Also ich meine, unsere Zeit in Anführungsstrichen wird immer knapper. Ich meine, im Kalender der jungen Leute, Schule und dann gibt es tausend, man will sich ja auch engagieren, jetzt mit Fridays for Future oder was weiß ich, sieht man das ja auch. Die haben ja immer weniger Zeit, komischerweise. Also ich glaube mal, ich würde schon versuchen, so kleinere Formate mal anzubieten, Mittagskonzerte und zwar wirklich, das gibt es an der Oper Frankfurt, also immer werktags 12 Uhr, ich weiß gar nicht, ob die es jetzt noch machen, aber vor Corona war das auf jeden Fall etwas, was es immer gab und wo man dann einfach mal 40 Minuten ja auch Einblicke in die neuesten Produktionen oder so einen kleinen Liederabend, also Liederabend ist das nicht, aber Liederprogramm hören konnte. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber genau, wenn es um Vermittlung geht, da muss Theater und Oper auch natürlich irgendwie viel mehr für die Schulen anbieten. Also da passiert einfach noch viel zu wenig. Ich war am Opernhaus Kiel, wie gesagt, lange Zeit und da hat man es ganz gut hinbekommen und durch eine sehr engagierte, sehr, sehr engagierte Pädagogikabteilung sozusagen des Opernhauses in die Schulen zu gehen und dann wirklich dort die Arbeit zu machen. Aber da braucht es halt immer jemanden, der extra, also sich extra dieses Engagement annimmt. Und da muss man halt gucken, lebt man das mit oder, also es kann nicht sein, dass das immer nur an einer Person hängt, die dann keine Mittel, keine Vergütung und eigentlich auch keine Zeit dafür hat, aber es trotzdem macht, also und dann irgendwann sich kaputt arbeitet. Also es ist halt wichtig, dass das wirklich auch eine konkrete Stelle bekommt. Ich glaube, da passiert auch noch zu wenig. Also eine konkrete Stelle und eine hohe Priorisierung, wenn ich dich richtig Genau. verstehe. Ja, definitiv, weil wir haben diesen Bildungsauftrag, also das Stadttheater und ein Opernhaus in der Stadt hat diesen Bildungsauftrag. Und ich weiß nicht, ob man da sich so abgeholt fühlt, wenn das nur bedeutet, naja, wenn du toll ein Instrument spielen kannst, dann interessieren wir dich, sich uns auch dich, dann kannst du bei uns mit im Kinderopernchor singen, etc. Aber ja, wenn du das nicht kannst und nicht qualifiziert bist und gar nicht weißt, dass es uns gibt, ja, dann nicht. Also ich glaube nicht, da geht man halt noch zu wenig in die Stadtgrenzen, in die Gebiete, die eben nicht um das Zentrum herum liegen. Und das ist, also zumindest hier in Leipzig, ich weiß nicht, ich habe zumindest hier in Leipzig das Gefühl, dass da noch ein bisschen Nachholbedarf ist. Ja. Und jetzt, wo wir schon über Leipzig sprechen, würde ich gerne ein bisschen nachfragen, zum Leipziger Musikgarten. Das ist ja ein Projekt, das du ins Leben gerufen hast. Und vielleicht kannst du uns einfach allen, die zugucken, erzählen, was es eigentlich damit auf sich hat, für die Leute, die es noch nicht kennen, und warum du das gestartet hast. Ja, also der Leipziger Musikgarten ist so ein bisschen auf meine Initiative zusammen mit der Ursula Heinz. Ursula ist Harfenistin am Opernhaus in Halle, also an der Staatskapelle Halle engagiert und entstanden. Und wir haben genau gemerkt, dann auch in 2021, letztes Jahr, also es ist immer noch schwierig, Konzerte drin zu machen. Und dann hatten wir gedacht, okay, dann gehen wir. Wenn man eben nicht Konzerte indoor machen kann, dann gehen wir halt in die Gärten. Und Leipzig hat so wunderschöne Gartenoasen, das glaubt man gar nicht. Also
ja, wahrscheinlich, also alle denken immer nur an Clara Zetkin Park und Johanna Park und dann ist schon ja, Rosenthal und Friedenspark und Lene Vogt Park vielleicht noch. Aber es gibt natürlich wunderschöne, auch private Gärten und vor allen Dingen Gärten in Randgebieten. Ist kein, also was heißt Randgebieten, aber halt außerhalb des Zentrums, die auch sehr sehenswert sind. Genau, und dann hatten wir im ersten Jahr 2021 acht Gärten erkoren und haben dort klassische Musik gemacht und haben das aber ein bisschen verbunden mit Social Cooking und auch Gesprächen, die auch teilweise als Podcast ausgestrahlt wurden und ja, so, dass man dann an dem Konzertort, also wo klassische Musik auch war, trotzdem die Möglichkeit hatte, ein bisschen Instrumente auszuprobieren, zusammen zu essen, zusammen zu kochen und dann ins Gespräch zu kommen. Also das ist sozusagen das ganze Konzept des Leipziger Musikgartens. Und ich glaube, bei mir ist das sozusagen so ein bisschen in den Kopf gekommen, weil ich doch den Wunsch hatte, wieder mehr hinzugehen zu den Menschen, so ein bisschen diesen Hochglanzmantel Oper abzunehmen und dann halt auch wirklich mal mit Menschen in Berührung zu kommen, die ja sonst keine klassische Musik hören und die auch sich nicht ins Konzerthaus trauen würden, weil sie denken, dass Turnschuhe irgendwie nicht, dass man nicht Turnschuhe trägt oder so. Also ja, und das war mir ein großes oder ist mir natürlich immer noch ein großes Anliegen, so ein bisschen so kleine Impulse zu setzen, halt auch nicht jedem das aufdringen zu wollen. Manche sagen, nee, ist nichts für mich, muss ich nicht hören, dann ist es auch okay. Aber häufig merke ich doch, naja, dass ich so ein bisschen die Rückmeldung bekomme. Es ist schön, dass ihr da seid und ach, hier passiert ja sonst gar nichts in dieser Richtung und ich kann ja nicht ins Zentrum fahren und ja, also dass so, sage ich mal, Bevölkerungsschichten, die es doch schwieriger haben, ja, am Ende des Monats sich noch ihre Milch zu kaufen, da total dankbar sind, dass sowas dann stattfindet. Und dann halt auch zugänglich, Open Air, dann sieht man das, es ist auch nicht so dann kompliziert mit Einlass und wie auch immer. Genau, und das, ja, ich dachte einfach, es wäre schön, wenn Leipzig so ein Projekt bekäme, wo Klassik halt so ein bisschen nahbarer wäre und so ein Projekt dann bekäme, wo Klassik für alle ja, Okay, aufweist. aber da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen. Ja. Also die erste Frage, du hast ja gesagt, du hast das mit der Ursula Heinz ins Leben gerufen. Habt ihr auch wirklich alles gespielt oder hattet ihr noch Gastmusiker und Musikerinnen? Vielleicht mal so das als erste Frage. Genau, also wir haben auch Gastmusikerin dabei. Wir haben auch nicht alle acht Gärten zusammen gespielt. Wir hatten ein Gitarrenduo aus Dresden dabei, das Duo Jukorda, das hoffentlich im nächsten Jahr auch wieder dabei ist. Genau, und das, ja, und natürlich unsere Juri Matsuzaki, eine Querflötistin aus Chemnitz. Genau, und so haben wir uns dann immer so ein bisschen abgewechselt in den Gärten. Und 2001. dann hast du noch eben gesagt, dass die Leute das sehr positiv aufgenommen haben. Wie viele Leute sind denn so zu den Konzerten gekommen? War das unterschiedlich oder eigentlich immer so die gleiche Größe? Und noch als Frage, du sprachst ja von diesen Hemmnissen sozusagen, die das der normale Klassikbetrieb hat. Und denkst du, so ein Projekt wie der Leipziger Musikgarten ist zum Beispiel was jetzt diese Hemmungen vielleicht auch abbaut, sodass Leute dann auch in ein normales Konzert gehen würden? Genau, also ich denke, also ich antworte erstmal auf die letzte Frage. Also ich denke auf jeden Fall schon, dass das Hemmungen abbaut und auch ja, man eher so sieht, was dort passiert. Aber ich denke auch, dass viele halt wirklich nur in diesem einen Rahmen überhaupt, also wenn es sozusagen ein bisschen freier ist, also ich glaube, es teilt sich so auf. Also die Hälfte, für die ist das überhaupt nichts, dann sich ein Gewandhausticket zu kaufen. Und die andere Hälfte sind eher diejenigen, die vielleicht ab und zu schon auch mal mit dem Gedanken gespielt haben und dann sozusagen den Impuls bekommen, um dann sich ein Konzert, also ein Weihnachtsoratorium mal anzuhören oder wirklich ins Mendelssohn-Haus mal gehen. Genau. Und ja, und komischerweise hängen die dann gleich an uns. Also das merkt
sage ich dann auch, dass man dann irgendwie schaut, wo ich singe oder wo das Duo Jukor da auftritt, dass die dann wirklich irgendwie eher uns erstmal folgen. Aber das ist ja dann auch okay. Also genau. Und in 2021 waren die Publikumszahlen natürlich noch nicht so riesig. Also die Leute hatten sich irgendwie noch nicht so getraut. Und da waren wir so zwischen 10 und 20 tatsächlich erstmal im Gärtchen. Wir hatten ein größeres Konzert tatsächlich im Barockgarten im Gulliser Schlösschen. Das war eigentlich sozusagen unser Glanzkonzert der ganzen Reihe. Die anderen Gärten sind ja eher im Paunsdorf, Wald und Wiese, was ein wunderschöner Waldgarten ist. Und Grünau, der Kolonnadengarten, was ein Gemeinschaftsgarten ist von verschiedenen Bewohnern der Mannheimer Straße dort in Grünau. Also Gulliser Schlösschen war quasi schon unser Glanzgarten. Und da waren dann natürlich ein paar mehr Leute, also 50 Gäste. Aber wir haben 2021 eigentlich fast alle Konzerte auch hybrid ausgestrahlt. Und da hatten wir doch auch ganz tolle Klickzahlen. Das hätte ich auch gar nicht so gedacht. Und genau, und da haben wir auch noch mal so das die Reichweite dann noch ein bisschen erhöht wurde. Aber genau, und dieses Jahr dann doch viele so froh waren, wo es dann in Grünau wieder losging. Und da hatten wir dann so ein Publikum von 120 Leuten. Wow, Genau, krass. mit dem Trio Doroschenko, Nezuri und Böhme. Genau, richtig. Das war auch ganz herrlich. Also das hat mir wirklich das Herz geöffnet. Das letztes Jahr, das war so ein Auftakt und dieses Jahr ging es dann auch schon ganz gut weiter, auch wieder mit Hindernissen, aber so ist es ja immer, weil die Frage bei uns war immer dann nochmal, wenn wir alles nur Outdoor machen und keine Regenvarianten haben, inwiefern funktioniert das dann? Und der September, wir hatten dann dieses Jahr nur im September geplant, war einfach dann plötzlich so verregnet wie nie zuvor. Vor allem die Sodass wir letzten dann. Jahre, da war Ja, der September ja immer super total warm, ne? schön und warm. Und dann hatten wir Pech und genau, so dass wir jetzt mit nächstem Jahr wirklich damit rechnen, dann auch in jeder Konzertstätte auch eine Regenvariante zu haben, die unkompliziert ist. Aber das ist noch ein großer organisatorischer Aufwand. Mal gucken. Also toi, 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 dass uns das gelingt. Wie viel Zeit steckst du denn so in die Organisation, wenn ich fragen darf? Oh Gott, Wie umfangreich ist das? Kannst du das abschätzen? mein Mann, der meckert schon darüber. Oh Gott. Nee, aber ich glaube, also das haben wir ja alle gemerkt, dass diese Corona-Jahre, also die waren ja sowieso teilweise, man ist irgendwie arbeitslos, also durfte man nicht arbeiten, aber trotzdem, hier habe ich das Gefühl, man hat sich eigentlich, also hat mehr gearbeitet wie sonst so am Computer und Projekte aus dem Nichts zu stampfen. Und insofern, also mit dem Leipziger Musikgarten, ich glaube, das ist schon, ja, also 20 Stunden die Woche ist das bestimmt mindestens. Eile. Genau, und ja, vielleicht noch kurz zu erwähnen, wir sind ja quasi eine Kooperation mit dem Grassi-Museum für Völkerkunde hier in Leipzig eingegangen. Und die waren auch 2021 schon mit dabei mit so einem kleinen Workshop und haben dort Instrumente ausgestellt in Grünau. Und ab diesem Jahr hatten wir eigentlich genauso schon Anfang des Jahres eine Workshop-Reihe im Grassi geplant, im Format Reinventing Grassi, aber dann war das Grassi ja nicht offen bis März. Und genau, und jetzt holen wir das so alles suggestive nach und der Bonvenant-Raum, der eigentlich ja schon hätte längst eröffnet werden sollen, wurde jetzt eröffnet mit uns, mit dir Eva und mit mir, musikalisch umrahmt. Das wäre ja auch ganz herrlich. Und genau, und so dass Grassi uns da jetzt ein bisschen unter die Arme hilft und auch ein bisschen da sozusagen unterstützen wird und quasi so ein bisschen Infrastruktur für uns schaffen wird auf der Workshop-Ebene und dann auch gucken wir mal, wie wir in den Gärten dann zusammenkommen, sodass das nicht alles an dem kleinen Team hier, Juliane, Ursula und andere Musikerinnen hängen bleibt. Ja, Wo genau. wir jetzt auch schon so einen kleinen Ausblick haben mit dem Grassi, also die Kooperation wird weitergehen und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es ja mit die ganze Stadt als Bühne eine weitere Öffnung. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen mehr drüber erzählen, was das eigentlich ist und was das bedeutet.
Ja, also es gibt ja jedes Jahr in Leipzig ein Themenjahr. Und das Themenjahr 2023 ist eben ganze Stadt als Bühne. Und gerade dort hat man sehr, sage ich mal, den Fokus gelegt auf die Randstadtteile Leipzigs, also Engelsdorf. Also häufig ist es ja so, dass sogar Grünau schon viele Fördergelder der Stadt abbekommen hat und da viel Kultur stattfindet. Paunsdorf auch mittlerweile. Aber zum Beispiel in Engelsdorf, wo wir auch einen Garten machen werden im nächsten Jahr eben nicht. Und genau, und dann haben wir uns mit dem Projekt beworben und haben tatsächlich den Zuschlag bekommen, da mitzumachen und wurden auch von der Stadt Leipzig gefördert und sind dann sozusagen mit dem Leipziger Musikgarten ein Projekt des Themenjahres Ganze Stadt als Bühne. Genau, und werden dann in 5 Stadtteilen wieder, sag ich mal, die Leipziger Musikgarten stattfinden lassen. Genau. Sehr schön. Jetzt haben wir viel über den Leipziger Musikgarten gesprochen. Jetzt würde ich gerne den Bogen schlagen. Du machst ja auch das Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik. Also kannst du uns auch da mal drüber erzählen, was du da so machst und was das eigentlich ist? Genau, also ich glaube, da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Bitte schön. Ja, weil ich hatte doch, also wahrscheinlich wie alle klassischen Musiker, so ein bisschen Berührungsängste mit den sozialen Medien. Und habe dann 2020 nochmal das, genau, so einen Workshop gemacht bei Kiss and Tell. Kiss and Tell gibt es nicht mehr, aber die Mädels, die Kiss and Tell mal gemacht haben, die machen jetzt, die haben dieses Layers-Magazin, also eigentlich auch ein ganz spannendes Online-Magazin, wo man gerne mal reinklicken kann. Und die haben so Workshops angeboten zu unterschiedlichen Themen wie ja, mehr Followers auf Instagram oder was weiß ich. Und es gab auch einen Workshop, einen Podcast-Workshop. Und da ich mich irgendwie daran erinnert hatte, dass ich vor, keine Ahnung, 25 Jahren so unglaublich gerne immer auf Kassetten gesprochen habe, dachte ich, wäre das doch das Idealste, dass ich über Podcast mich mal so ein bisschen sozusagen an die sozialen Medien traue, weil irgendwie mir, ich weiß auch nicht, ich kann das immer noch nicht, also irgendwie mein Leben auf Facebook zu teilen und Ach ja. Katzenbilder und dies und das, und ich habe irgendwie noch nicht so, also ich hatte damals nicht verstanden, also was mir das bringen kann, also was das machen könnte mit mir und ja, inwiefern das gut für mich sein könnte. Na, egal. Und dann war ich bei diesem Workshop Kiss and Tell und hab da doch schon irgendwie gedacht, ja gut, das ist doch ein guter Ansatz für mich, mal so einen Podcast zu starten, und habe dann angefangen, Opa im Leben so ein bisschen die ersten Episoden so einzusprechen und zu gucken, naja, ob das so funktionieren könnte. Und hatte da auch schon bei dem Workshop die Yvonne May kennengelernt, eine Videografin, mit der ich eben das Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik auch als Videopodcast eingespielt habe. Genau, und dann ging das weiter mit Oper und Leben, und durch die Staatskanzlei in Dresden, also die Staatskanzlei Sachsen und der Kampagne So geht's Sächsisch, wurde ich irgendwie angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, da irgendwie mitzumachen. Und dann kam sozusagen die Idee auf, mit Yvonne May das Leipziger Dialogforum eben für die Staatskanzlei Sachsen aufzunehmen im Frühjahr 2021, und so, dass eigentlich das Dialogforum sich so ein bisschen aus meinem Podcast speist, also eigentlich so ein Format sein soll, was auch weiter sozusagen in meinem Podcast ausgespielt sein sollte. Genau, und dann haben wir, das war ja wieder Corona und Lockdown und da. Und dann hatten wir im Dezember 20 eigentlich die ersten Folgen geplant. Und dann konnten wir aber erst im Januar 21 sozusagen dann filmen, richtig, genau. Und dann hatte ich verschiedene Gesprächsgäste, unter anderem auch die Skadi Jennecke, unsere Kulturbürgermeisterin, der Lukas Pohle, der vormalige Nikolaikantor, die Sandra Jahnke, eine wunderbare Sängerin, und auch
jetzt Business Coach, die ja einfach auch ein wunderbarer Gesprächsgast übrigens auch für dich mal wäre, würde ich schon gerne weiterempfehlen. Und dann natürlich meine Maria Köhler, ohne die es eben auch nicht den Leipziger Musikgarten geben würde, weil die Maria Köhler mir sehr, auch sehr, sehr geholfen hat, um den Leipziger Musikgarten sozusagen medial und marketingtechnisch irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Genau. Und das waren so die ersten Gesprächsgäste beim Leipziger Dialogforum Kann ich kurz Zukunftsforum. einhaken? Also jetzt hast du ganz viel quasi organisatorisch erzählt, wie das abgelaufen ist. Um was ging es inhaltlich? Und was ist, also hat sich daraus dann irgendwie was entwickelt? Oder ist euer Ziel nur einfach erstmal quasi so eine Gesprächsgrundlage irgendwie zu bieten? Ja, also tatsächlich war natürlich Gesprächsgrundlage Corona. Also das war doch irgendwie, also ja, das war auf jeden Fall Also sozusagen Corona und Kulturbetrieb sozusagen. Corona und Kulturbetrieb und inwiefern der Kulturbetrieb durch Corona so ein bisschen aufgerüttelt worden ist und was sozusagen, was die, meine Gesprächspartner aus der Krise sozusagen für sich mitgenommen haben. Das war auf jeden Fall sozusagen der Impuls. Aber Ziel für mich, also inhaltlich war natürlich auch, dass man auch Menschen sichtbar macht, weil es eigentlich sehr unüblich ist, dass ich meine, man hört die wunderbarsten Musikerpersönlichkeiten spielen und singen, aber weiß eigentlich gar nicht so viel von ihnen. Und dabei ist das total, also gerade, sage ich mal, in dem Unterhaltungsmusik Sektor total üblich, dass man verschiedene Podien hat, da irgendwie zusammenkommt, Netzwerke, Netzwerktreffen macht, mal auch spricht, nicht nur musiziert. Und ich glaube, das ist, ja, das ist auf jeden Fall immer noch so ein Anliegen von mir, dass ich mit diesem Dialogforum eigentlich verschiedene Persönlichkeiten an einen Tisch bringen wollte. Die Idee ursprünglich war auch, einen zweiten Teil mal aufzulegen, aber dazu kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, und da mehrere Personen aus unterschiedlichen Bereichen an einen Tisch zu bringen. Also die Idee eigentlich schon mal vielleicht eher so, sage ich mal, Kultur und Wirtschaft zu verbinden, eigentlich also mal nicht nur Musiker, sondern eben auch Intendanten oder aus dem künstlerischen Betriebsbüro mal jemanden mit einzuladen oder und zusammen mit einem Künstler ja in so einen Dialog zu kommen. Das war eigentlich die Ursprungsidee, war aber dann mit Corona natürlich noch nicht möglich. Also im Januar 2021 haben wir uns das noch nicht getraut, so vorzugehen. Genau, und dann später, ich hatte dann ja noch einen Teil gemacht, das Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik, und da hatte ich ja die Hoffnung, dass man das da eben aufleben lassen könnte, auf der Werkschau in Chemnitz. Ja, aber da war die Werkschau dann auch wieder nicht geöffnet. Insofern, ja, mussten wir das irgendwie schieben, und in diesem Jahr war so viel los, also hatte ich irgendwie auch keine Möglichkeiten mehr, da noch was reinzuschieben. Aber im nächsten Jahr soll ja, wie gesagt, das Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik und auch das Chemnitzer dann nochmal werde ich das nochmal aufleben lassen, und dann können wir, denke ich mal, diesen richtigen Dialog auch nochmal nachholen. Können wir vielleicht schon Genau. ein bisschen spoilern? Was hast du dir so überlegt, wenn ich fragen darf? Naja, ich bin auf jeden Fall im Gespräch mit den Mädels von Music as Women. Die kennst du ja auch wunderbar. Und ja, also ich habe immer noch mal nicht meinen Mitgliederantrag ausgefüllt, aber werde das jetzt tun und ab Januar dann auch wirklich aktives Mitglied sein. Und genau, und man will auch über Music as Women auf jeden Fall an der Werkschau in Chemnitz teilnehmen. Also Chemnitz ist, glaube ich, dann erstmal unsere erste Station, und da dachte ich dann auch wieder so eine Klassikwoche zu machen mit verschiedenen Gesprächs, also mit mindestens drei Podien, und da auch wirklich mit Gesprächspartnern aus dem Opernhaus auch gerne nochmal. Ich hatte ja damals den Herrn Stoiber aus der Mozartgesellschaft bei mir, auch ihn nochmal einzuladen. Dann kann man nochmal die Brücke schlagen zu
ja, zu dem Gespräch vor 2 Jahren. Das ist ja auch vielleicht Mhm. ganz spannend. Genau. Und natürlich da auch noch mal zu gucken, wie verbinde ich Klassik, die Klassikbranche mit der Unterhaltungsmusikbranche, auch so gerne mal, sag ich mal, die klassischen Musiker zusammen mit also mit der Unterhaltungsbranche sozusagen an einen Tisch zu bringen. Das fände ich auch sehr spannend. Genau, also das ist der Ausblick für Chemnitz, und für Leipzig stand ja immer noch im Raum, dass wir eben dieses größere Netzwerktreffen im Gewandhaus machen. Ob das stattfinden kann, dazu kann ich noch nicht so viel sagen. Und würde dann das Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik dann auch stattfinden. Ja, genau. Super. Und Ja. deinen Podcast Oper und Leben, das wäre quasi das Umgemodelte oder der würde auch noch dazu kommen? Also mein Podcast, ich dachte jetzt im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Folge im Monat auszustrahlen und dann quasi das über das Jahr weiter wie hin wieder zu begleiten und über den Podcast natürlich auch die Gespräche dann wieder auszustrahlen, weil das Leipziger Dialogforum an sich ist ja jetzt hat keinen Kanal, sondern also ich bin sozusagen die Gastgeberin, und dann genau strahle ich das auch wieder über Oper und Leben aus. Genau. Okay, verstehe. Super. Ich glaube, da haben wir jetzt auch alles sozusagen beleuchtet. Jetzt würde mich natürlich noch brennend interessieren, Forma Leipzig, weil das so was Besonderes ist. Du interessierst dich für neue Musik und ihr habt einen Verein. Und für alle, die das nicht kennen, wäre es schön, wenn du mal ein bisschen was darüber erzählen würdest. Ach ja, die Formaner. Oh Gott. Ja. Naja, aber also, ja, vielleicht hole ich da auch noch mal ein bisschen weiter aus. Also seit meinen ersten Tagen am Konservatorium mache ich so ein bisschen neue Musik. Also ich komme ja aus Schwerin ursprünglich, und das Konservatorium dort mit der Christina Ludwig, die haben damals ganz viel auch beim Jugendwettbewerb, wie heißt das nochmal? Du Jugend musiziert? musiziert, Entschuldigung, ja, genau, Jugend musiziert, gab es immer auch ein Schweriner abgesandtes Ensemble, um da mitzumachen. Das war ihr irgendwie total wichtig. Und damals habe ich da schon mitgemacht und fand das irgendwie total spannend, also dass man dann halt auch irgendwie keine Noten bekommt, die man so durchspielt, sondern dann nur so Zettelchen, und dann kann man sich aussuchen, auf welchen Zettel man jetzt gerne spielen will. Also ich als Kind fand das so ganz toll. Und dann habe ich aber die Neumusik so lange Zeit so ein bisschen aus dem Auge verloren. Also nachdem ich dann so mein erstes Bühnendebüt am Schweriner Opernhaus gegeben habe und dann mich ganz auf irgendwie, wo kriege ich jetzt meinen Studienplatz her, konzentriert habe. Und dann landete ich ja hier in Leipzig, und in Leipzig gab es damals schon eigentlich ganz schöne Begegnungen, so auch mit Komponisten. Ich weiß nicht, also wir waren irgendwie so ein Studiengang, so ein Jahrgang, wo man eben nicht so Berührungsängste hatte und gesagt hat, Komponist, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben, sondern man hat sich ja ausgetauscht. Und ich glaube, über den Felix Petzold, der jetzt auch Studienleiter am Opernhaus Oldenburg ist, bin ich so ein bisschen so dazu gekommen, mich dafür wieder zu interessieren, und habe dann in der Reihe Musik und Gegenwart, die es immer noch gibt in Leipzig, genau, da so kleine Konzertchen gesungen. Und diese Crowd damals, also meine Studienkollegen eigentlich des Jahrgangs, die haben dann 2010 Forma Leipzig gegründet. Auch mein Mann, Hermes Theodorakis, ist auch Gründungsmitglied. Und also Forma existiert seit 2010. Ich bin kein Gründungsmitglied, weil ich damals auch noch nicht wusste, ja, was machen die überhaupt? Und dann, ja, waren wir auch in Hannover und Kiel unterwegs, und ich habe das alles gar nicht so mitbekommen und wurde dann aber zu einem Konzert mal eingeladen. Da hab ich ein Stück von Mark Burden gesungen, und genau. Und da ist es eben so, dass seit 2012 bin ich dem Verein tief verbunden und seit 2014 auch wieder Mitglied. Und mein Mann und ich tun uns halt in Forma Leipzig sehr engagieren. Genau. Und der Verein ist nicht nur ein Verein für zeitgenössische Musik, sondern eben auch für zeitgenössische Literatur.
Und wir haben halt diese Reihe Tektonik, wo man eben ein Soloinstrument mit einer Literatin zusammenbringt und man sozusagen so einen Dialog schafft zwischen zeitgenössischer Literatur und Musik. Ich glaube, das ist das Besondere an Forma, aber Forma an sich ist natürlich, also versucht auch internationale Komponisten einzuladen, dort halt eben ja, Stücke zu spielen, der Avantgarde, ja, auch der Complexity, die man eigentlich so nicht in Konzertprogrammen hört. Genau, und ja, und wächst immer weiter und Also gedeiht. was mich ja Genau. sehr beeindruckt hatte, ich hatte ja ein Konzert gehört, und zwar mit Anja Kampmann und der Kontrabassistin, den Namen habe ich leider wieder vergessen, aber du Sophia weißt den Scheifler. sicher. Sophia Genau. Scheifler. Genau, und das war wirklich ein ganz eindrückliches Erlebnis. Also zum einen war ich überrascht, dass es richtig gut besucht war. Und zum anderen, also das Konzert selber hatte auch irgendwie so eine unglaubliche Tiefe. Also es dauerte nicht lang, eine Stunde. Aber es hat einen irgendwie so richtig mitgenommen. Und ich fand diese ganze Atmosphäre wirklich beeindruckend toll, weil irgendwie es hatte starken Saloncharakter. Irgendwie, da waren teilweise ja dann auch Leute, die haben sich ihr Gläschen Wein geholt und haben dann neue Musik gehört. Und dann dachte ich irgendwie, so sollte es doch sein. Also nicht dieses, wir zwingen, und vor allem die Kombination nur neue Musik, ohne irgendwas. Also eben keine Kombination. Weil normalerweise ist es ja so, man macht neue Musik und dann lassen das alle über sich ergehen und dann kommt irgendwie was Richtiges, nämlich Klassik. Und da war das ja ein reine neue Musikkonzert und es hat Ja. allen gefallen und es war eine richtig tolle Atmosphäre. Und ist das bei euch immer so? Weil das fand ich wirklich toll. Also ich hoffe doch, also wir empfinden das zumindest so, dass das immer so ist. Also ja, wir würden jetzt auch nicht neue Musik mit Klassik kombinieren. Also das wird ja auch gerne gemacht. Und tatsächlich mache ich das auch gerne mal im Liederabend, um das so ein bisschen einzustreuen. Habe da aber auch schon schwierige Erfahrungen mitgemacht. Also ja. Wieso? Also wenn man dann sozusagen vom Leichteren zum Schweren hingeht und dann, sage ich mal, wieder mit was leicht zugänglicherem endet, dann kann es schon auch vorkommen, dass sich Leute, die eigentlich so einen Liederabend erwarten, im schönsten klassischen Sinne, dann Brahms und was ich erwarten und dann mit einem Webern konfrontiert sind, da total auf den Schlips getreten fühlen und dann gehen. Also das ist mir Ach, auch schon wirklich? passiert. Ja. Und dann meinen, dass das jetzt nichts mehr für sie ist und dann sind sie weg. Und das passiert ja nicht nur mir, sondern das habe ich auch schon am Gewandhaus festgestellt. Also gibt es ja die Reihe der Sinfonietta auch, halt auch ganz viel neue Musik spielen und immer so ein bisschen Kombination und so eine Brücke zu Klassik versuchen zu machen. Und häufig da auch Leute einfach dann aufstehen, wenn es dann zu sehr modern wird. Also, und das ist irgendwie, ja, kann man versuchen, aber manchmal denke ich auch, dass du kannst die Leute halt auch nicht anschwindeln. Dann fühlen die sich halt so, als würden sie irgendwie ja einen blauen Mercedes A-Klasse gekauft haben und dann haben sie halt doch nur so ein Opel bekommen. Also weiß auch nicht. Also mit denen, also ich habe da ein bisschen also Sachen auch ausprobiert und musste immer wieder feststellen, so funktioniert das dann irgendwie auch nicht so ganz. Also man muss den Leuten schon sagen, was hinter dem Produkt sozusagen steckt. Aber Naja. was bei euch besonders ist, ihr sagt den Leuten, es gibt neue Musik und Ja. die Leute kommen, weil, also ich meine, dass Leute neue Musik programmieren, das ist ja nicht neu, aber ganz häufig, deswegen scheuen sich ja so viele davor, ist es so, du programmierst es und es kommt niemand. Und das fand ich bei euch eben so toll. Also habt ihr da so ein Zirkel, der sich einfach total dafür interessiert, oder wie kriegt ihr das denn hin? Definitiv, also das sind dann halt auch die üblichen Verdächtigen so, ne? Also du warst ja bei dem Konzert in der Kriegsbegegnungsstätte dabei und da sind auf jeden Fall, ich denke, auch Leute dabei, also im Publikum, die man dann da immer trifft, auch zu diesen ja, zu neuen Musikkonzerten. Wenn da wirklich auch nur neue Musik drin ist, dann hast du natürlich schon
deine Crowd, die da kommt. Also ja, da, ich glaube, da, ja, da sind wir natürlich auch stolz drauf, dass, dass dann auch Leute aus Berlin kommen, extra für unsere Oh, Konzerte. Aber cool. in Berlin gibt es so viel. Wieso sollte man dann nach Leipzig fahren? Aber das ist natürlich auch total schön, dass wir da irgendwie verbunden sind. Und ja, und man Former mittlerweile kennt. Ich meine, so alt, also so jung ist Former jetzt auch nicht mehr. Wir haben unser 10. Jubiläum gefeiert. Leider auch wieder unter Corona-Bedingungen. Aber gut, ist halt so. Und haben da ja auch, übrigens ist das noch komplett online abrufbar. Also da kann man sich ein bisschen durchklicken beim YouTube-Channel bei Former Leipzig. Ach Genau. ja. Und das Festival noch so ein bisschen nachhören. Genau, aber ich denke, also so ein Rezept haben wir da nicht, aber ich glaube, diese ungezwungene Atmosphäre zeichnet uns schon auch aus, aber halt nicht, dass wir dahergehen in irgendwelchen, ja, also es ist halt auch schon gemütlich, wir haben Sitzgelegenheiten, wie es sein soll, ist Konzertsituation und also ich glaube, das macht das schon aus, dass wir eben so eine Offenheit versuchen zu vermitteln, die aber trotzdem also in so einen ungezwungenen Rahmen, aber wo man trotzdem Musik konzentriert hören kann, also wo nicht noch irgendwie tausend andere Sachen passieren, wie es ja heutzutage häufig ist, dann hast du da noch eine Media-Installation und hier noch irgendwas und neben, drüben im anderen Raum wird auch noch mal irgendwas ausgestrahlt und dann kann, weiß man nicht mehr, wo man sich irgendwie konzentrieren soll. Also im besten Sinne ist Forma sehr konservativ, aber geht, aber macht das halt auch aus und ja, und gerade diesen Saloncharakter versuchen wir dann auch nochmal im nächsten Jahr so ein bisschen mehr auszubauen und haben da auch mit der Kriegbegegnungsstätte, glaube ich, einen ganz guten Partner an der Hand, wo wir dann nochmal gucken, ja, vielleicht häufiger so Salonkonzerte zu machen. Genau, mal Ich hatte gucken. noch zwei Fragen. Die eine ist, wie sucht ihr denn eure Komponisten und Stücke aus? Und die andere Frage, wie viele Konzerte gibt es denn bei euch so im Jahr? Kann man das so sagen oder ergibt sich das im Laufe der Spielzeit? Ja, also das Ding ist ja immer, ein Verein steht und fällt an den Förderungen. Und da wir nicht institutionell gefördert werden, muss man halt da immer gucken, ja, was gibt die Stadt, was gibt das Land, wo kriegen wir noch andere Fördergelder her. Wir haben einen privaten Förderer, der jedes Jahr ein größeres Sümmchen ja, rüberschiebt, aber darauf kann man sich halt auch nicht immer verlassen. Genau, also dann insofern muss man da halt innerhalb des Jahres, innerhalb der Saison noch ziemlich rödeln und gucken, okay, wie kriegen wir die Konzerte überhaupt finanziert? Und gerade, ja, uns war es doch sehr, sehr wichtig, die Musiker anständig zu bezahlen. Also ja, es gibt halt andere, die sagen, nee, wir haben nur 150 Euro. So ist Forma eben nicht. Also wir versuchen das doch alles irgendwie ordentlich vonstatten gehen zu lassen und auch ordentliche Musikergehälter zu zahlen und würden dann halt auch dann einfach nur ein Konzert machen, wenn es aber gut finanziert ist und gut ja, auf die Beine gestellt und nicht drei Konzerte, aber wo die Musiker dann unterbezahlt sind. Also genau. Insofern, also ein Konzert pro Jahr machen wir definitiv, das kann man so sagen. Aber gut, unser Ziel wäre es natürlich schon, drei Konzerte pro Jahr zu machen. Und ja, aber mehr schafft das kleine Orga-Team auch nicht. Also das, Das heißt also mehr auch immer im Kammermusikbereich, ne? Keine großen Besetzungen, sondern genau, ja, große Besetzung für uns bedeutet Kammerorchester, hatten wir auch schon. Das Ensemble El Perro Andaluz aus Dresden war unser Gast und ja, können wir auch schon stemmen, aber es, ja, es geschieht halt dann nicht so häufig. Genau. Ja, und im nächsten Jahr habe ich noch keine Termine für euch, da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Na gut, aber das kriegen wir ja alle mit. Und Genau, das jetzt vielleicht noch zu meiner ersten Frage, ne? Wie sucht ihr denn die Komponisten aus und die Stücke? Also tatsächlich gibt es auch, also das Vorstandsteam trifft sich häufiger und telefoniert viel. Und
hat natürlich, also das ist auch so, ich finde, sehr wunderbar besetzt. Also die drei sind Komponisten selber. Unser Vorstand, der Stefan Bayer, arbeitet beim Gravis Verlag, sitzt also an der Quelle sozusagen, was Notenmaterial angeht. Ja, und aber natürlich muss man auch sagen, dass man eher wählt aus den eigenen Bereichen. Also da, wenn einfach Leute auf dich zukommen und sagen, hier habe ich ein Stück oder so und so könnten wir das noch mal machen. Also es werden Programmvorschläge unterbreitet, die erstmal, sage ich mal, durchs Vorstandsteam im Vorstand sozusagen beschlossen werden und dann nachher in der Mitgliederversammlung, die einmal im Jahr stattfindet, dann auch nochmal besprochen werden. Und ja, genau, richtig. Und ich denke mal, du zielst darauf ab, ob wir auch Komponistinnen. Nicht unbedingt, Möglich. aber schön, dass du es Ja, klar. ansprichst. Und da habe ich nämlich eine ganz interessante Anekdote für dich, weil das ist nämlich auch etwas, was, ja, was mir jetzt auch mehr ein Anliegen ist, weil wir halt ja auch viele Komponisten haben, aber nicht so viele Komponistinnen. Und Ah. ja, und da habe ich jetzt nochmal, also da werde ich jetzt im nächsten Jahr so ganz viel nochmal Arbeit leisten, um in meinem Bereich, wo ich ja doch jetzt auch vermehrt mit Komponistinnen Kontakt habe, denen zu sagen, ja, dann schlagt uns doch gerne mal was vor. Also da kommt dann halt auch wenig. Also es kommt halt von der männlichen Fraktion dann schon auch mal mehr. So Aber Initiativ, meinst du? Initiativbewerbungen? genau, Aha, und interessant. ja, und aber halt die Frauen sind da dann noch so ein bisschen bedeckt. Und vielleicht ist es ja auch ein Aufruf hier, also liebe Komponistinnen, Call schickt for uns Scores, wie die das so schön heißt. Call for Scores gerne. Und also ich glaube, wir wären sehr dankbar darüber, weil ja, also natürlich, wir haben die großen Namen, auch Michel Lou und so haben wir schon gespielt, aber ja, wir sind da echt offen für neue Entdeckungen und gerade, also ja, auch Leipziger Raum oder sächsischen Raum interessiert uns natürlich auch immer sehr. Ja, also wenn da jemand ist, der sich angesprochen fühlt, immer her damit. Na, Genau. sehr schön. Das ist doch gut, dass wir hier so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das gefällt mir. Ja. Wie viele Komponistinnen hattet ihr denn bislang? Hast du so ein grobes Gefühl? Naja, wir hatten schon jetzt versucht, in jedem Konzert auch Stücke von Komponistinnen zu spielen. Manchmal ist das einfach aus ganz blöden Dingen gescheitert, weil man dann doch in der Besetzung wieder ummodeln musste. Und ja, aber leider waren es noch nicht so viele tatsächlich. Also man könnte ja auch mal wirklich einen Abend machen mit nur Komponistinnen. Das wäre doch auch mal ganz wunderbar. Also das ist auf Das jeden wäre auch Fall. interessant. Das ist auch was, was ich so beobachtet habe. Also auch in der neuen Musik irgendwie ist die Quote mit Komponistinnen nicht so hoch. Also denkst du, die Gründe liegen, wie du sagtest, darin, dass die noch so ein bisschen sich vornehm zurückhalten und nicht so offensiv sind? Oder gibt es einfach weniger Komponistinnen in der Ausbildung? Definitiv. Also es gibt weniger, also jetzt suggestive immer mehr, würde ich sagen. Aber aus dem Jahr unsere Gründungsleute sind ja, sage ich mal, so Abschluss 2015, also Studienabschluss und bis dahin und zuvor, ich glaube, war schon, also waren einfach nicht viele also haben sich nicht viele Frauen für die Komposition interessiert oder haben das studiert und sind dann vielleicht eher ins Kulturmanagement gegangen. Also genau, ich denke aber, dass da noch ganz viel kommen wird, dass das jetzt auch eine neue Entwicklung ist, dass viele Mädchen und junge Frauen sich auch fürs Komponieren interessieren. Das merke ich schon. Aber da gibt es auf jeden Fall großen Nachholbedarf, definitiv. Ja. Ja, und hier in Leipzig, also arbeite ich mit der Beste Öcalibi zusammen, eine türkische Komponistin, eine ganz wundervolle Komponistin. Und die Forjan Gabinejad ist auch eine iranische Komponistin und ja, arbeitet ganz viel mit einem Ensemble zusammen, was man vielleicht auch schon ein bisschen kennt, Contemporary Insights. Die machen auch ganz viele schöne, interessante Projekte, Konzerte im Bereich der zeitgenössischen Musik. Genau, aber die beiden muss ich noch so ein bisschen überzeugen, denn auch mal bei Formas ein bisschen mal ihre Plattform zu finden. Und genau, und ich hoffe, Vielleicht gibt das dass ja jetzt hier den wesentlichen Impuls. ich würde mich sehr freuen. Aber
aber da war ich halt auch überrascht, eben, das wollte ich ja vorhin erzählen, dass die beste Schülerin dann zu mir meinte, ach, sie wüsste ja gar nicht, dass sie das dürfte. Also, dass sie sozusagen, ja, auch sich, dass sie zu den Konzerten kommen dürfte und dass sie dann da auch ja, also Programmvorschläge machen dürfte. Und das fand ich schon sehr interessant. Also, dass wenn dann, wenn natürlich so ein Verein, und ich meine, Forma intendiert gar nicht zu zeigen, dass es, sage ich mal, so ein bisschen männlich dominiert ist, aber wenn da halt, sage ich mal, der Vorstand männlich ist und alles sozusagen eher, ja, ein bisschen so aus einer bestimmten Ecke sozusagen so kommt, ja, dass man dann gar nicht so, sage ich mal, selber sich traut, dann hinzugehen und auch mal zu gucken, ein bisschen Interesse zu zeigen, währenddessen das für die Jungs irgendwie total normal ist, dann bei den Konzerten aufzutauchen und auch gleich die Music Score dabei zu haben, die Partitur etc. Ne? Also es ist schon interessant. Erstaunlich, das habe ich irgendwie aber auch schon beobachtet. Also ich frage mich, woran das liegt, ob das wirklich so eine unterschiedliche Sozialisierung ist. Weil ich kann mich erinnern, wir hatten eine Sitzung mit lauter Frauen und dann waren da irgendwie zwei Männer und der eine, der war, also da gab es eine Spontaneinladung, er kann gerne dazu, wenn es ihn interessiert, es ging um Komponistinnen. Und er hatte offenkundig keine Ahnung, was überhaupt nicht schlimm ist, aber hat wirklich alle 5 Minuten irgendwie die Klappe aufgemacht und irgendeinen bescheuerten Kommentar abgelassen. Und die Frauen haben irgendwie alle nicht getraut, sich was zu sagen, ich auch nicht. Oh, Eigentlich okay. hätte man sagen müssen, Entschuldigung, aber also wenn Sie eh schon keine Ahnung haben, dann unterbrechen Sie doch nicht ständig die Referentin mit irgendwelchem Quatsch. Aber irgendwie, und dann war der weg. Dann dachte ich auch, Ja. verrückt, da ist ein ganzer Raum mit Frauen. Keiner traut sich irgendwie was zu sagen. Eine kompetenter als die andere. Und dann kommt ein so ein inkompetenter Typ, stört im Prinzip nur, aber und denkt sich Ja. nichts. Und ich hätte mich überhaupt Und nie alle getraut, da was zu Sind sagen. still und sagen nichts. Ja. Ja, aber ich glaube, manchmal sind Frauen einfach zu höflich. Also man denkt dann, naja, ist das der richtige Umstand und die richtige Umgebung für dies und das und jenes? Und vielleicht braucht es das manchmal gar nicht. Also dieses, ja, also ma in manchen Situationen, also in vielen Situationen ist es ja auch total schön, dass wir uns Gedanken machen übereinander und empathisch zu sein. Aber manchmal muss man auch einfach sagen, ist doch gut, also ist doch Einfach gut, wie mutig ich drauf los. bin. Drauf los, genau, ja. Na schön, liebe Juliane. Jetzt sind wir eigentlich auch schon am Schluss angekommen. Ich hätte noch zwei Fragen. Die eine ist, hat neue Musik ein Imageproblem? Und zum Schluss vielleicht für alle, die zugeguckt haben, vielleicht ein paar Hör-, Musizier- oder Leseempfehlungen zu irgendwelchen Themen. Sehr schön. Ja, also ich finde ja, die Frage müsste ein bisschen umformuliert werden. Hat Klassik ein Gut, bin ich gerne Imageproblem? dabei. Aber ja, weil letztendlich, ich meine, die neue Musik gab es schon immer. Also Brahms, also im 19. Jahrhundert war neue Musik Klassik. Und ich glaube, also, dass wir halt die klassische Musik viel zu museal sehen und auch ja, viel zu museal angehen, auch in der Programmierung. Also ich finde es immer so schwierig, wenn man irgendwie die Leute so überzeugen muss, irgendwie was Zeitgenössisches bitteschön zu spielen. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Und per se sind die Menschen doch total neugierig und wollen doch immer was Neues und wollen doch immer irgendwie begeistert werden und überrascht werden. Also eigentlich ist es total komisch, so als Argument zu sagen, ja, wieso, aber Zauberflöte ist so schön und man möchte das doch gerne immer und ach, das hat so gut funktioniert, das sollten wir doch bitte nicht aufgeben. Ja, ich sage ja auch nicht, dass Zauberflöte ganz schrecklich ist, aber da gibt es ja halt auch irgendwie großen Nachholbedarf, einfach zu sagen, okay, lasst euch doch einfach mal überraschen. Also ich glaube, auch die Künstler tun sich so ein bisschen immer, sage ich mal, vom Publikum auf die lassen sich vom Publikum auf die Füße treten. Also der Künstler muss ja auch irgendwie Künstler bleiben. Und Kunst braucht Räume und Kunst muss irgendwo entstehen. Und dann müssen wir eben diese Räume schaffen und eben nicht
mal abgesehen von diesem ganzen Vermittlungsgedanken und dass das Publikum natürlich wichtig ist und dass wir uns auch Gedanken machen sollten über Form einer Kunst und wann die stattfindet, muss trotzdem Kunst Kunst bleiben. Und Kunst ist für mich erstmal zeitgenössisch. Also, weil ich kann als Künstlerin mich ja nur mit meiner Zeit beschäftigen. Insofern, ja, denke ich mal, hat jetzt nicht die zeitgenössische Musik ein Imageproblem, sondern eher die Klassik das Problem, in diesem verstaubten Museumsschrank zu hängen und irgendwie es nicht zu schaffen, ja, an unserer Zeit sozusagen, unsere Zeit so schön zu reflektieren, wie sie es eigentlich könnte und uns quasi Impulse setzen könnte. Innerhalb unserer Jetzt-Zeit oder unserer Zukunftszeit. Also, und das wäre eigentlich sehr, sehr wichtig. Insofern, ich denke, nein, zeitgenössische Musik hat kein Imageproblem. Sie hat halt nur das Problem, dass sich zu wenig Leute darauf einlassen, auf Programmiererebene sogar und auch auf Musikerebene, weil natürlich leichter ist, einfach das ja, wiederzugeben, was man gelernt hat, als sich mit etwas zu beschäftigen, was neuartig ist. Genau. Ja, das wäre meine Antwort darauf. Ich habe so ein bisschen gerade Ja. so innerlich geschmunzelt, weil ich so dran denken musste, dass das ja im U-Musikbereich ganz anders ist. Also da ist es ja immer so, ich habe eine CD-Release und die kommt in 2 Wochen raus und alle warten drauf und Ja, so. Und genau. wieso passiert das eigentlich bei neuer Musik nicht? Das wäre doch eigentlich auch sau cool, wenn man sagen würde. Ja, genau. Das Und fand ich aber neu. jetzt zum Beispiel bei der Uraufführung, die ich dirigiert habe, irgendwie echt toll, weil da hat man wirklich drauf gewartet, wann kommt denn jetzt hier die Partitur und so. Und das war wirklich, also Ja, es ist ganz. total interessant eigentlich, ne? Und das würde man sich so wünschen. Dass das auch so in der sogenannten ernsten Musik passiert, die ja eigentlich gar nicht so ernst ist. Ja, und das ist ja auch dort was total Schönes, also etwas sehr Heiliges, wenn du eine Partitur in der Hand hast, die noch niemand anderes gesehen hat und du Uraufführung spielen darfst. Also so sehr eigentlich, also ja, ich fand das immer sehr bezaubernde Momente, also magische Momente, wenn man ja weiß, man ist der Erste, der irgendwie sich daran traut. Also es ist schon spannend und auch auf Zuhörerebene. Ich meine, wenn ich ein Stück das erste Mal höre, dass ich ja wahrscheinlich erstmal nur diese Oberfläche irgendwie wahrnehme und beim zweiten, dritten, vierten Mal hören vielleicht schon Sachen wiedererkenne und andere Beziehungen einordnen kann und dann ja, und man das erst viel, viel später, sage ich mal, zu eigen macht. Aber ja, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass das ja zu Brahms Zeiten auch schon so war. Ich meine, Brahms wurde von den Zeitgenossen auch eher als schwierig und unzugänglich empfunden. Furchtbar fanden sie das. Furchtbar fanden sie Sie das, fanden es nicht irgendwie genau. schwierig oder so, sondern einfach nur grauenhaft. Ja, und sogar Freunde. Also ich meine, er war sehr gut mit Klaus Groth befreundet und ja, auch selbst er musste wirklich sich das tausendmal vorspielen lassen von seiner liebsten Doris, damit er da überhaupt so ein bisschen verstehen kann, worum es geht. Und heutzutage ist für uns das selbstverständlich, Brahms zu lieben. Also ja, ich denke, dass das Image sozusagen, also wenn wir wieder auf diese Frage kommen, Imageproblem, das Image ist ja auch das, was wir draus machen, also Musiker, Künstler. Und ich glaube, am Ende des Tages würde das Publikum dann kommen, wenn wir einfach gute Kunst machen. Also das gilt ja für alles. Ja, genau. Ja, und dann hattest du ja Hast du noch denn gesagt. Stücke, die dir mal gewidmet wurden? Oh ja, von Das meinem ist doch Ehemann. was, ja, aber das ist doch, glaube ich, nochmal so was Genau. total Besonderes, oder? Wenn man den Komponisten, die Komponistin, die einem das gewidmet hat, irgendwie auch noch kennt. Das ist Ja. doch total magisch, oder? Wie ist das? Ja, total. Also es ist auch eine große Ehre und wenn man sozusagen ja jemand ist, für den das auch geschrieben worden ist. Also ich habe ja auch im letzten Jahr mit der Beste Öcsölibi zusammengearbeitet und dann weißt du genau, okay, das ist alles für dich geschrieben, für deine Stimme. Und das ist schon herrlich. Also ich kann kaum beschreiben. Also ich fühle mich da immer sehr geehrt und
bin da, ja, und weiß dann auch, okay, ich kann mich da jetzt auch zurücknehmen und einfach die Musik Musik sein lassen. Das ist schon, ja, ganz herrlich. Ja, so, jetzt Genau. gehen wir vielleicht in die letzte Kurve. Also zum Abschluss ein paar Empfehlungen, was du möchtest zum Hören, zum selber musizieren, zum Lesen, zum Ja. Gucken. Ja, also ich bin ganz gespannt. Also ich versuche in diesen Tagen noch mal ins Kino zu, oder was heißt Kino? Ich will mir einen Film angucken. Und zwar gibt es gerade in der NATO in Leipzig Dancing Pina. Und dann gibt es halt einen Dokumentarfilm über eine Produktion von Pina Bausch mit zwei Kompanien, also in der Semperoper und der École du Sable aus Dakar. Und dort wird so beschrieben, wie die sehr jungen Tänzer mit Pina zusammenarbeiten. Und das, also ich bin ganz gespannt. Also ich glaube, das kann man schon empfehlen, da noch vorbeizugucken. Der Film läuft noch diese Woche in der NATO. Und ja, Buchempfehlung natürlich Anja Ach Kampmann, ja. unsere Romanerin. Und zwar ihr neuer Gedichtband Der Hund ist immer hungrig. Also ja. Sollte man echt nicht verpassen, sich zu kaufen und ja, mit einer heißen Schokolade sich es gemütlich zu machen und ja, da reinzulesen. Und Musik, ja, weiß ich nicht, bin ich immer noch den Franzosen verfallen und ich bin ein ganz großer Fan von Sabine Devier. Und es gibt also eine Sopranistin und es gibt ein Album, das heißt Chanson d'amour, mit einfach so ganz. Ja, Fauré, Poulenc, Debussy, Liedern. Und das ist halt so bezaubernd. Also sie singt das unglaublich gut. Und wenn man ein französisches Liedrepertoire sich mal anhören will, dann wäre das sozusagen die Empfehlung. Ach, das ist doch Genau. wunderbar. Oh. Na, Ja. jetzt sind wir, glaube ich, bestens ausgestattet. Also ja, ich habe jetzt keine Silvester-Hitlist so für euch, aber Kein Problem. Ich glaube, das findet sich. Vielleicht ist es auch mal ganz Silvester-Konzerte ruhig, gibt's einfach genug. zwischen den Jahren ein bisschen französische Musik zu hören. Genau, richtig. Ja, Na, sehr schön, liebe schön, Eva. Juliane. Ja, dann haben Perfekt. wir es geschafft. Ich danke dir sehr für dieses Danke total wirklich. interessante Gespräch. Ich danke dir auch für die Einladung und für dein tolles Format. Also ich habe ja auch natürlich hier in Vorbereitungen die ganzen Talks nochmal geklickt und das Oh so Gott, alle. spannend. Naja, in den letzten sozusagen, nicht in alle. Das kann man ja gar nicht, aber ich habe da auch echt, ja, sehr inspirierend deine Arbeit. Danke, Eva. Ich finde es Und schön, wenn man genau. einfach auf diese Weise doch irgendwie einfach über Themen sprechen kann, ohne, also nicht so im Interviewformat, sondern im richtigen Austausch und Dialog. Und das finde ich wirklich super spannend. Ja, nee, finde ich auch schön. Und Also das war mach jetzt auch wirklich sehr weiter. informativ, was du, weil du einfach auch, du bist so jemand, die so viel macht. Das finde ich wirklich total beeindruckend. Das sage ich dir jetzt einfach auch nochmal so. Das hatte ich am Anfang schon gesagt, aber da warst du nicht da. Ich finde das wirklich unglaublich, ja, bewundernswert, wie viel Energie du da reinsteckst. Und jedes Projekt, das du anpackst, das betreust du auch richtig mit Hingabe und wirklich auch mit sehr viel Detailarbeit und Genauigkeit. Und das spürt man auch. Und auch so eine sehr große Ernsthaftigkeit. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ja, also mir macht das auch unglaublich viel Spaß. Also wäre ich nicht nur Sängerin auch, sondern ich glaube, würde ich auch in diesem Kulturmanagement-Bereich arbeiten, weil es ist einfach wunderschön, mit Künstlern zusammenzuarbeiten und eigene Projekte zu betreuen. Das ist schon, macht mir schon große Freude. Also ja, ich würde jetzt nicht sagen, es geht mir von der Hand, aber ich glaube, ich habe da so ein, ja, also macht mir Spaß und habe da irgendwie das Gefühl, dass ich schon kleines Talent dafür habe, Leute Ich finde ja, der Begriff zusammenzubringen. Kulturbotschafterin, den du dir da ausgesucht Oh, hast, der ach passt so. wirklich perfekt. Ja, den habe ich mir ja nicht ausgesucht, sondern das hat ja quasi diese Staatskanzlei in Sachsen mir überreicht. Ach Also so, ich echt? bin noch, Ich dachte, ja, das ich. hast du dir ausgedacht. Nee, aber ich darf das noch tragen bis nächstes Jahr Juni und dann gucken wir mal. Ach, das Und ist es wie gibt die Weinkönigin. auch. So Ja, wechselnder Titel. keine Ahnung.
Das weiß ich nicht. Aber ich habe ja so komische Verträge da abgeschlossen. Also komische, also Verträge, genau. Verträge. Und dann steht es halt da so drin. Und ich bin ja nicht die Einzige. Ich glaube, dann auf der Seite so geht sächsisch.de, da kann man ja auch nochmal klicken. Da sieht man, dass andere auch diesen Titel tragen. Insofern, Ach, wir haben genau. eine ganze Engelbatterie sozusagen. Ja, wissen wir gar nicht, ne? Was die alles machen, die Sachsen. Siehst du mal, da gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Ja, genau. Na, Nee, sehr schön, aber liebe Juliane. Eva, wir sehen uns ganz bald und ich wünsche dir einen Genau. ganz guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr hören und unser Publikum auch und ja, ein wunderschönes, frohes, herzliches, besinnliches neues Jahr und schöne Musik und schöne Projekte. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Damit wünsche ich dir ein sehr schönes neues Jahr. Sag nochmal ganz herzlichen Dank an dich und an alle, die zugeguckt haben. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr in alter Frische. Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.